In den 90ern und frühen 2000ern gehörte Brendan Fraser zu den größten Hollywood-Stars. Mit George, der aus dem Dschungel kam, Die Mumie oder Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, füllte er die Kinos. Danach zog er sich viele Jahre aus der Öffentlichkeit zurück. Die Gründe waren verschiedener Natur. Unter anderem setzte ihn die Scheidung von seiner Frau Afton Smith sehr zu. Wir stellen euch Brendan Frasers Ex-Frau vor. Brendan Fraser und Afton Smith trafen sich 1993 zum ersten Mal bei einem von Winona Ryder veranstalteten Barbecue in deren Haus. Nach einer fünfjährigen Beziehung heiratete das Paar im Jahr 1998. 2002 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Sohn Griffin Arthur wurde geboren. Zwei Jahre später kam Holden Fletcher zur Welt. Der dritte Sohn, Leland Francis, folgte 2006. Doch das Familienglück währte nicht lange. Im Dezember 2007 gaben Brendan Fraser und Afton Smith ihre Trennung bekannt. Sie pflegen weiterhin eine enge und liebevolle Freundschaft, teilte Brendans Pressesprecherin damals in einem Statement gegenüber Fox News mit. 2009 ließen sich die beiden scheiden. Brendan Fraser musste mit vielen Schicksalsschlägen fertig werden. Die Scheidung von seiner Frau, medizinische Probleme, der Verlust seiner Mutter und die Aufarbeitung seines sexuellen Übergriffs. Aber wie es scheint, hätte sich sein Glück mittlerweile gewendet. Bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig 2022 erhielt der Schauspieler minutenlange Standing Ovations für seine große Comeback-Rolle in The Whale. Seine Ex-Frau Afton Smith begleitete Brendan Fraser nach Venedig. Es scheint, als würden die beiden sich trotz Eheaus nach wie vor gut verstehen.